Guten Tag. Warum die meisten Eigenproduktionen desaströs klingen? Ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber auch ich polarisiere hin und wieder ganz gerne, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Wenn ich viele Songs höre, die selbst produziert sind aus Heimstudios, Wohnzimmern, Übungsräumen, was auch immer, klingen sie oftmals hoffnungslos überladen. Nicht nur was das Instrumentarium angeht, sondern auch klanglich. Und das liegt an folgenden falschen Gedankengängen. Man hat eine DAW, die einem pauschal erstmal alles anbietet. Und weil diese Angebote nun mal da sind, werden sie von den meisten auch gleich genutzt. Es gibt voreingestellte Ketten für alles. Für Bass, für Gitarren, für Vocals, für Drums, für Keyboards. Und viele von diesen Ketten sind bestückt mit zig EQs und Kompressoren. Und wenn man das alles so benutzt, kommt hinterher eine dickflüssige Masse raus, die sich gar nicht mehr bewegt. Ich kenne das von mir selbst. Als ich angefangen habe mit dem Kram, habe ich nämlich gedacht, ich muss alles optimieren, ich muss alles irgendwie anfassen, um es besser zu machen. Und das stimmt nicht. Beim Gesang beispielsweise. Wenn ich inzwischen Mobilgesang aufnehme, das kann eine günstige Soundkarte sein, brauche ich eigentlich nur zwei Sachen in der DAW, dass es gut klingt. Ein EQ, ein Kompressor, fertig. Ich war oft bei Musiker und Musikerinnen zu Hause, die mich dann gebeten haben, Mensch, komm doch mal rum und guck dir das mal in meiner Umgebung mit meiner DAW an und gib mir mal Tipps, wie ich meinen Sound optimieren kann. Wenn sie ihre Projekte geöffnet haben, habe ich erstmal beide Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Da war alles voller Plugins und klang natürlich dementsprechend zusammengepresst und dynamiklos. Das Erste, was ich gemacht habe, ist alles ausschalten. Und siehe da, es klang besser. Und erst dann haben wir gemeinsam angefangen, selektiv zu hören, was braucht überhaupt etwas. Im VST-Bereich beispielsweise, du lädst ein Schlagzeug irgendwo rein, drückst auf Play und es klingt pauschal erstmal gut. Und erst wenn beim Addieren anderer Instrumente etwas fehlt, dass man beispielsweise feststellt, die Snare ist nicht punchy genug, dann greift man ein mit einem Transient-Designer, EQ, Kompressor, was auch immer. Oftmals reicht es nämlich, wenn man Dinge einfach nur an der Lautstärke ein bisschen anhebt. Ich kann diese Gedankengänge natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil jeder Song, jede Idee wie eine Blume oder wie ein Kleinkind ist und man möchte ja, dass das wohlbehütet aufwächst und gesund ist. Es gibt einfach Dinge, da muss man aber gar nicht beigehen, weil sie schlicht und ergreifend von alleine funktionieren. Also Tipp von mir, lasst diese ganzen Plugins erstmal weg und greift erst dann ein, wenn ihr faktisch auch wirklich ein Problem hört. Seid bitte lieb zueinander, es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann, ciao.